Hallo zusammen, ich bin der Mischu. Vor 26 Jahren durfte ich die Firma MSS gründen. Den Frühling bin ich schon mal vor der Linse gestanden, dort ist es ums Crowdfunding gegangen. Merci vielmal für die riesige Unterstützung. Es ist eine riesige Geschichte, wir sind dran, um umzusetzen. Jetzt geht es wieder um Sein oder Nichtsein. Es geht um Globalisierung, es geht um unsere Konkurrenz, die der Sitz heute nicht mehr in der Schweiz hat, sondern in Tschechien, Frankreich, Deutschland oder direkt in Asien. Es gibt Konkurrenz, die kauft eine ganze Ladenkette auf, lässt direkt in Asien produzieren und verkauft die Ware nachher zu Billigpreisen in der Schweiz. Aber MSS hat eine innovative Lösung und die zeige ich dir gerne in diesem Video. Es gehört zu meinen Pflichten als Geschäftsführer von MSS Sport, in die Zukunft zu schauen und den Badminton-Markt im Blick zu haben. Es macht mich ein bisschen nachdenklich, wenn ich sehe, wie die Grossen immer grösser werden, die Kleinen verschwinden. Man kann sagen, ja, klar, wir wollen alle günstiger einkaufen, das passiert ja nicht nur im Badminton-Markt. Aber wir laufen in einen Individualitätsverlust, in eine Abhängigkeit zu den Grossen. Ich mache mir Gedanken darüber, wie das Sponsoring wird aussehen in Zukunft, wenn die Konkurrenten fehlen, wenn nur noch einer oder zwei sind oder es nur noch Internetgiganten gibt, die von irgendwoher das Material verkaufen, haben die Interesse, der BC so viel und so viel und sie wollen so viel oder der Spieler so viel zu unterstützen. Ja, die Besten werden immer Verträge bekommen. Aber was passiert mit dem ganzen Rest? Das sind meine Gedanken, die können richtig oder falsch sein. MSS Sport hat in den letzten 12 Monaten ganz viel gearbeitet. Mit vielen Leuten habe ich diskutiert. Und wir haben eine Lösung nach mir, wo wir die Grossen, wo wir denen mindestens Parole bieten können. Ich bin sogar überzeugt, wir können sie herausfordern. Also, die Grossen ärgern, habe ich gesagt. Die Grossen herausfordern. Wie können wir das? In Zukunft kannst du bei MSS Sport zu den plus minus gleichen Preisen einkaufen, wie unsere Konkurrenz die anbietet aus dem benachbarten Ausland, angrenzenden Ausland. Du wirst aber den gleichen Service bekommen, wie du dir gewohnt bist von MSS Sport. Mit dem MyMSS-Abonnement für 35 Franken im Jahr kannst du sogar mitreden, wenn es um das Sortiment geht. Und auch über die Preisgestaltung. Das heisst, wenn du sagst, hey, Mischu, ja, diese Schuhe dort noch einmal 20 Euro günstiger gefunden, schauen wir zusammen an, ob ich einen Fehler gemacht habe in der Preiskalkulation oder ob wir es günstiger anbieten können. Du weisst, wie unsere Preise zustande kommen. Du hast eine Transparenz, wie du sie nie im Markt hast, dass du nachvollziehen kannst, wieso dass ein Produkt in der Schweiz so viel kostet. Aber logischerweise kann MSS nicht plötzlich 40% Rabatt geben, einfach so. Dann wäre es ja vorher schon gegangen. Also wir sind angewiesen auf Abonnenten, auf die 35 Franken. Und das Ziel von mir sind 2'000 Abonnenten vielleicht in den ersten 2 Jahren. Gibt uns 70'000 Franken. Mit dem können wir Events, Teststäben, Turnier querfinanzieren, die nicht rentabel wären, wo wir auch die Löhne nachher wirklich korrekt können überweisen können. Es ist schön, dass ich mich mit 50 so einen alten Sack immer noch so jung fühlen. Es ist wie eine Traumerfüllung mit dem MyMSS-Abonnement. MSS wird sich viel stärker engagieren im Nachwuchsbereich, Sponsoring, im Clubwesen wie auch Turnierwesen. Das MSS-Team ist verstärkt worden mit 2 Profis. Der Tonkwa, der bei Villach-sur-Glan spielt, und mit dem Chachawan, der jetzt eine 3-jährige Lehre bei uns macht. Ich bin überzeugt, dass mit dir zusammen, mit MyMSS, mit unserem Team, eine wunderbare Geschichte geschrieben werden kann für die nächsten paar Jahre. Und dass wir es schaffen, die Grossen herauszufordern und zu ärgern.